man sieht hier richtig diese Grabhügel. Da ist einer, da ist einer. Nach über 10 Kilometern haben wir es dann auch fast geschafft. Dann müssen wir noch wieder zurück zum Auto. Wir sind hier auf dem Grabhügelfeld Mansenberge. Das ist eines der größten Grabhügelfelder im Emsland. 1936 wurden hier noch über 150 Grabhügel gezählt. Mittlerweile sind nur noch 83 enthalten. Das Spannende ist aber, dass das Feld hier so riesig groß ist. Und man hat hier kaum Grabbeigaben gefunden. Die Frage bleibt also offen, wozu hat man dieses Grabhügelfeld errichtet? Der Sage nach haben die Menschen früher hier in diesen Grabhügeln Behausungen der Zwerge gesehen. Das sagt ja auch fast schon der Name Mansenberge, Menningenberge, Menneken. Und wenn man weiter nach Lingen fährt, dann gibt es ja die Haneken. Das waren Zwergenvölker, die angeblich hier damals gelebt haben sollen. Aber es wurden eben wenige Grabbeigaben gefunden. Die schiere Größe dieses Feldes hier macht das Ganze schon spannend. Dazu kommen natürlich die Sagen und Mythen, die man hier sich in den Dörfern erzählt und die auch eben dieser Name mit sich trägt. Und das macht das Ganze für mich auch schon zu einem mystischen Ort.